Und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Heute reden wir über ein bisschen ein längeres Thema. Darum holt euch vielleicht schon mal eine Schüssel Popcorn und einen Block. Am 1. Mai sind in der Schweiz und in Deutschland wieder ganz viele Leute auf die Straße gegangen wegen dem 1. Mai. Auch zur Winterthur sind sie durch die Straße gelaufen mit einem Banner, wo darauf gestanden ist, Kapitalismus überwinden und Bonzen enteignen. Eigentlich ist es also so ein salonfähiger Tag vom Linksextremismus, wo es einfach okay ist, zum Stein in Schaufenster rühren und Parolen gegen den Kapitalismus johlen. Und natürlich alles mit dem iPhone filmen, nachher heim ein Bierchen trinken, eine Gratiszeitung online lesen und das Tofu-Schnitzel essen, das ihr am Viertag mit dem Coop am Bahnhof posten gehen. Aber schon klar, Kapitalismus ist scheiße. Aber wann ist es eigentlich salonfähig geworden, um den Kapitalismus zu überwinden und entsprechend einen Sozialismus einführen? Weil es ist ja eigentlich nicht unbedingt so, dass man bis jetzt auf wahnsinnig viel positive Erfahrungswert mit dem Sozialismus kann zurückgreifen kann. Auch die Menschen, die heute noch in sozialistisch regierten Staaten leben, haben keineswegs den Lebensstandard, den wir da haben. Aber was bedeutet denn Kapitalismus eigentlich? Und was will man denn eigentlich, wenn man sagt, dass man den Kapitalismus überwinden will? Kapitalismus, einfach erklärt, ist eine Form von Wirtschaft und Gesellschaft, die auf Wettbewerb aufbaut. Das heisst, es gibt einen Markt mit unterschiedlichen Teilnehmern, die eine Leistung oder ein Produkt anbieten können. Wie das Wort Kapitalismus schon sagt, geht es um Kapital. Kapital heisst, dass du einen Besitz hast. Das kann in Form von Geld sein oder in Form von Sachen. Das heisst, du hast etwas, das dir gehört. Dein Eigentum, das bedeutet, dass du das einsetzen kannst, wie du willst. Es ist dein Entscheid, was du mit deinem Besitz am Schluss möchtest machen. Weil, und das ist das Wichtigste im Kapitalismus, er gehört dir. Auch Firmen besitzen Kapital. Entweder in Form von Sachen, wie zum Beispiel einer Produktionsstätte, oder in Form von Geld, das man wieder investieren kann. Zum Beispiel in ein neues Produkt mit dem Ziel, um am Schluss aus dem einen Mehrwert herauszuziehen. Im Kapitalismus funktioniert es so, dass man da oder das Unternehmen das produziert, was du potenziell kaufen würdest. Das ist das Prinzip am Schluss von Angebot und Nachfrage. Unternehmen stellen darum in erster Linie das her, was wir auch kaufen wollen. Im Kapitalismus wird selten etwas produziert, das niemand kaufen will. Weil wenn du ein Unternehmen bist, das Sachen produziert, die niemand kaufen will, ja, dann gibt es dich relativ bald halt einfach nicht mehr. Das ist das Prinzip des Wettbewerbs. Etwas besitzen und den Besitz vermehren können, das ist ein zentraler Pfeiler des Kapitalismus. Man kann mehr haben, wie das man braucht. Und jeder kann am Schluss selber entscheiden, was das er braucht, was das er will und was er mit dem Eigentum, das er hat, am Schluss machen will. Sparen, ausgeben, unnötige Sachen kaufen, das ist am Schluss dein eigener Entscheid. Vielleicht klingt das jetzt für dich mega selbstverständlich. Das ist für uns alle eigentlich selbstverständlich und das ist am Schluss auch so ein bisschen Krux, weil wir haben so viel Wohlstand bei uns und sind uns den Wohlstand so gewöhnt, dass er uns einfach auf die Nerven geht. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, weil mit dem Kapitalismus einher geht nämlich eine freie Marktwirtschaft und mit der freien Marktwirtschaft einher geht eine liberale Gesellschaft. Weil ohne Kapitalismus fehlt dir ein grosser Teil Freiheit. Warum? Weil es um dein Eigentum geht. Es geht um das, was du hast. Und das, was du hast, kannst du so einsetzen, wie du möchtest. Ob jetzt das Geld ist oder eine Sache oder zum Beispiel deine Zeit, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist deine Freiheit, dein Eigentum können für das einsetzen, was dir passt. Weil, seien wir mal ehrlich, für jeden sind andere Sachen wichtig. Du kaufst dir vielleicht eine Playstation, ich kann mit einer Playstation nichts anfangen. Ich kaufe mir zum Beispiel einen Reitsattel, das ist für dich völlig unnötig. Und da sieht man, im Kapitalismus geht es darum, dass du als Individuum deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Aber was will man dann eigentlich überwinden? Beim Überwinden des Kapitalismus geht es darum, dass du nicht mehr dein eigenes Eigentum hast, sondern dass du eigentlich teilen. Das Gegenstück vom Kapitalismus ist somit der Sozialismus. Von Sozialismus oder Kommunismus redet man, wenn es kein privates Eigentum mehr geben soll. Wenn Güter Gemeinschaftsbesitz sind. Wenn man tut, zwangsmässig teilen. Es soll kein Wettbewerb, kein Eigentum und keinen freien Markt geben am Schluss. Und zwar nicht nur bei Bonzen, sondern generell. Es geht darum, Eigentum gerecht zu verteilen. Aber der bestimmt, was gerecht ist, das bist am Schluss nicht du, sondern das ist eine übergeordnete Macht, sage ich jetzt mal. Und diese Macht ist am Schluss eigentlich der Staat. Grundsätzlich geht es im Sozialismus um zwei Punkte. Erstens, dass du kein privates Eigentum mehr hast. Niemand soll auf Kosten von anderen leben und wer mehr hat, soll dem abgeben, der weniger hat. Am Schluss ist das Prinzip, dass eigentlich alles gemeinsames Eigentum ist. Und es soll eigentlich eine klassenlose Gesellschaft geben. Es sollen also eigentlich alle gleich sein und meistens nicht gleich reich, sondern gleich arm. Es soll am Schluss also einfach jeder gleich viel haben. Der ursprüngliche Gedanke tönt eigentlich recht sozial. Weil eigentlich wollen wir ja alle, dass es gerecht ist. Aber ohne privaten Besitz, ohne dass du etwas haben kannst, das dir gehört und wo du selber darüber entscheiden kannst, was du damit machen willst, und du stattdessen eigentlich einen Zwang zum Teilen hast, geht der wichtigste Aspekt eigentlich von einer liberalen Gesellschaft verloren. Und das ist Freiheit. Weil wenn jemand bestimmt, was das gerecht ist oder wie viel das gerecht ist, ist das dann gerecht? Weil wenn man heutige sozialistische Staaten anschaut, dann sieht man eigentlich vor allem eins. Regierungen, die sehr repressiv sind, die ihre Leute zwingen müssen, gerecht zu sein. Weil auch im Sozialismus gibt es nur Regierungen. Das ist nicht einfach so, dass ihr in eurem Schrebergärtchen hockt und halt ganz viele Äpfel habt von eurem Baum und dann die müsst teilen, sondern es geht euch wirklich als Lebige. Wenn man nur mal die DDR als Beispiel nimmt, wo die Leute auch verfolgt worden sind, weil sie eine andere Meinung haben oder weil sie ein System kritisiert haben, wo sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben, dann fragt man sich, kann denn ein System am Schluss überhaupt gerecht sein, das einem gerecht sein wird aufzwingen? Was auch an der Tagesordnung ist in sozialistischen Staaten, sind natürlich Verbote. Weil man muss Leute zum Teil Teile aufzwingen, was ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, weil bis zu einem gewissen Grad teilt man gern. Das kann sich, glaube ich, jeder auch selber vorstellen. Aber wenn man dann irgendwann nicht mehr versteht, wieso man teilen sollte, dann bin ich ziemlich sicher, kann sich jeder von euch auch vorstellen, dann wird es nicht mehr lustig. Sondern dann braucht es genau ein Verbot und eine Regulierung. Und mit dem einher geht natürlich, dass man keine Medienfreiheit hat, keine kritische Berichterstattung und keine Redefreiheit. Weil man kann nicht sich gegen ein gerechtes System auflehnen. Weil wenn man gegen ein gerechtes System redet, dann ist man ja automatisch ungerecht. Die einen fragen sich jetzt vielleicht, wieso soll man das überhaupt wollen? Das ist eine gute Frage und Tatsache ist, einem Kapitalismus ist überhaupt nicht alles rosig. Kapitalismus kann dazu führen, dass Ungleichheit grösser wird. Dass die, die mehr haben, auch mehr investieren können. Und wie wir vorher gelernt haben, wenn du mehr investieren kannst, kannst du wiederum mehr haben. Was aber der grosse Unterschied ist vom Sozialismus zum Kapitalismus ist, dass du im Kapitalismus dadurch, dass du einen Wettbewerb hast, immer wirst können eine Chance beim Schopf packen. Weil du hast deine eigenen Mittel, du hast dein Privateigentum und es gibt einen Wettbewerb, wo du kannst sagen, hey, ich kann das besser wie der. Und darum traue ich mich zum in den Markt einsteigen, ein Unternehmen gründen, eine Leistung anbieten, wo ich das Gefühl habe, hey, die braucht es. Leute, die den Kapitalismus überwinden wollen, die kommen meistens mit dem Argument, dass der Sozialismus noch nie richtig ausprobiert wurde. Obwohl man wirklich kann sagen, es gibt genug Zeitzeugnisse davon, dass man Kommunismus, Sozialismus getestet hat und dass es definitiv gescheitert ist und leider für diese Testphasen sehr viele Menschen müssen sterben. Das Gegenargument ist dann meistens, dass man halt einen demokratischen Sozialismus will und dass der eben noch nie probiert worden ist. Sie sehen vielleicht, ich lache ein bisschen, weil, wie ich vorher gesagt habe, wenn es jemanden gibt, der bestimmt, was gerecht ist, kann man, glaube ich, 1 und 1 zusammenzählen und merken, passt vielleicht nicht so mit Demokratie zusammen. Demokratie funktioniert nur, wenn man eine Redefreiheit hat, wenn man freie Medien hat, und wenn man freie Wahlen hat, wo man selber entscheiden kann. Demokratischer Sozialismus ist etwas so wie eine vegane Bratwurst. Eine vegane Bratwurst ist auch keine Wurst. Es sieht aus wie Wurst und schmeckt wie Wurst, aber ist keine Wurst. Und etwas so ist es mit Demokratie im Sozialismus. Also jeder Veganer, der eine vegane Bratwurst isst, Könnt ihr euch selber sagen, entscheidet euch, was ihr wollt. Demokratie oder Sozialismus. Wenn ihr also das nächste Mal hinter einem Banner herlauft, wo drauf steht, Kapitalismus überwinden oder irgendjemand enteignen, dann überlegt euch, was für Werte stehen denn eigentlich hinter dem Kapitalismus? Sind ihr wirklich dafür, dass wir keine freien Medien haben, dass wir nicht mehr unsere Meinung sagen dürfen? Weil das Paradox ist ja eigentlich die Tatsache, dass ihr am 1. Mai auf die Straße könnt, Parolen schwingen. Der Grundsatz für das ist eine liberale Gesellschaft. Der Grundsatz für das ist Demokratie. Und das ist das, was ihr durch den Kapitalismus im Moment garantiert habt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass unser Kapitalismus, so wie er heute ist, das Gelbe vom Ei ist. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass der Sozialismus definitiv gar nichts von irgendeinem Ei ist. Wenn es euch gestresst hat, dass man vor einem Jahr kein Wetzepapier und keine Hefe mehr kaufen konnte, dann fragt euch mal, wie es wäre, wenn ihr kein Brot mehr holen könntet. Oder wenn ihr nicht wisst, ob das Bargeld, das ihr daheim habt, morgen vielleicht nur noch die Hälfte wert ist. Und dann habt ihr vielleicht so einen kleinen Einblick drin, wie es Leute in heutigen sozialistischen Staaten geht. Und nachher könnt ihr daheim wieder auf eurem iPhone über den Kapitalismus herziehen, mit dem Argument auf Social Media und euch darüber nerven, dass es uns einfach so gut geht. Weil ein persönliches Anliegen von mir ist, wer den eigenen Wohlstand nicht mehr als Wohlstand erkennt, sondern es einfach als Selbstverständlichkeit sieht, der demonstriert nicht gegen das System, sondern der demonstriert einfach nur aus Langweile. In dem Sinn freue ich mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert oder wenn ihr regelmäßig auf dem Nebelspalter vorbeischaut. Wir haben auch noch anderen coolen Content, wir haben auch noch andere Podcast-Formate und ich freue mich wie immer mega über euer Feedback. In dem Sinne, bis nächste Woche und bis dann.